Bad Krozingens Bürger waren vom 16. bis 18. Juni herzlich eingeladen, das ökumenische Kirchenfest im Grün zu besuchen. Rund um die evangelische Christuskirche boten die Pfarrgemeinde St. Alban und die evangelische Kirchengemeinde Bad Krozingen ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Vom Festzelt mit musikalischer Unterhaltung und reichhaltiger Verköstigung über zahlreiche Informationsstände mit Interaktionsmöglichkeiten bis hin zur Hüpfburg für die Kleinen. Ein Höhepunkt des Festes war die feierliche Weihe des neuen Feuerwehrautos der Freiwilligen Feuerwehr Bad Krozingen durch Dekan Gerhard Disch und Pfarrer Peter Wides. Kommandant Jürgen Bleile berichtete über die Vorzüge des neuen Fahrzeugs. Das ist ein Löschgruppenfahrzeug 20 mit 2000 Liter Wasser an Bord dabei. Zusätzlich haben wir 200 Liter Schaum dabei. Wir können den Schaum im Wasser beimischen mit der Pumpenanlage. Das ist eigentlich ein Feature an diesem Fahrzeug. Der Highlight an diesem Fahrzeug ist aber, dass es die neueste Kabine der Firma Ziegler ist, die sogenannte Z-Cap. Die Kabine hat deutlich mehr Platz und wir haben 4 Atemschutzgeräte in der Kabine zum Auffrischen drin, für den Angriffsdruck und für den Wasserdruck. Nützlich ist auch das Hygienebord, an dem die Feuerwehrleute nach einem Einsatz ihre Hände waschen können. Bürgermeister Dr. Eckhard Meroth freute sich sehr über das neue Einsatzfahrzeug. Und zwar für unsere Feuerwehr, das sind 150 engagierte Männer und inzwischen erfreulicherweise auch einige Frauen. Und die brauchen eine gute Ausstattung. Die riskieren im Zweifelsfall ihre Gesundheit und sind wir froh, wenn wir sagen können, die haben das Beste an der Ausstattung, was es gibt. Am Samstagabend wurden im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst 4 Verdienstmedaillen an besonders engagierte Bürger verliehen. Eine Verdienstmedaille erhielten Helge Sternberg, Elisabeth Blasel, Günther Blasel und Fritz Hanser. Das Wichtigste mag sein bei Ihnen, dass Sie alle der christlichen Glaube vereint und Sie dies als eine Verpflichtung ansehen, für den Nächsten da zu sein. Seit 1972 wurden insgesamt 84 Verdienstmedaillen von der Stadt Bad Krozingen verliehen.